So, jetzt Richtung Süden muss ich eigentlich. Nee, eigentlich Richtung Westen. Eigentlich muss ich richtig um Richtung Westen. Muss nämlich nochmal Richtung Süden. Okay. Heilige Scheiße. So. Ich brauch. Wow. Was passiert hier gerade? Ich bräuchte nochmal eine kleine Auszeit. Und zwar fehlt eine Koordinate, nämlich die 66, 72. Und die ist hier. Die, wir müssen direkt daneben schon gewesen sein. Direkt daneben. Aber ja, das heißt, wir müssen den südlichen Weg jetzt nochmals gehen. Wir erinnern uns an das erste schwarze Gebiet, was uns jemals begegnet ist. Und das müssen wir noch, da müssen wir nochmal rein und müssen diese entscheidende letzte Notiz finden. Ich meine, ja, ich weiß, es gibt hier noch Notizen, die wir noch nicht eingesammelt haben. Das ist mir durchaus bewusst. Aber ich werde mich jetzt erstmal an diesen Hauptnotizen hier tatsächlich begnügen. Und ja, das andere ist so leicht drumherum, klar. Und fängt hier schon das schwarze Gebiet an? Ne, noch nicht, ne? Bin ich denn hier? Ich weiß gerade noch nicht, wo ich bin. Ich glaube, hier fängt das schwarze Gebiet noch nicht an. Ich meine mich daran zu erinnern, wie das aussah. Da oben müsste es gleich sein. Ich darf nicht rennen. Rennen ist schädlich. Grund dafür, ich kann nicht mehr wegrennen, wenn... Hier ist es schon dunkler, glaube ich. Oder vielleicht bilde ich mir das auch ein, ich weiß es nicht. Aber kann es auch sein, dass mittlerweile die Nacht... Nee, ist die Nacht, ist die vor... Ja, hier war eine Notiz. So, hier war eine Notiz. Und zwar diese hier. Wir müssen jetzt eigentlich... Ja, ist jetzt eine gute Frage. Eigentlich kann ich auch von dem Camp aus da einfach hingehen. Ich habe übrigens das Camp hier noch gar nicht. Egal. Theoretisch kann ich auch jetzt hier nach rechts. Wenn ich mich recht entsinne. Hat er direkt vor mir? Ja, er hat mich. Dann hat er nicht. Easy. Okay, easy vielleicht nicht. Aber wir hoffen mal, dass wir... Wunderbar, wir kamen weg. Dann bin ich doch nicht ganz da, wo ich dachte. Doch, aber ich komme da nur runtergefallen, glaube ich. Ich komme da nicht hoch. Dammit. Rein theoretisch will ich hier nur irgendwie wieder durch. Das ist auch mal was Neues. Muss ich sagen. Das ist was Neues. Mhm. Dankeschön. Natürlich bin ich wieder hier. Ich nehme an, über mir ist Feuer. Ich nehme an, über mir ist tatsächlich ein Zelt. Ja, ich werde verfolgt, okay. Ich sehe es ein. Deswegen drehe ich mich jetzt auch nicht um und laufe nicht gegen irgendwelche. Und ich habe es geahnt. War jetzt der einzige Ort, der jetzt sinnvoll ist, dass hier ein Zelt ist. Dann möchte ich mal eben bitte hier hinreisen. So. Und jetzt muss ich eigentlich nur nach
Osten. In diese Richtung also. So, jetzt muss ich eigentlich... Wenn man mal so überlegt... Nach Nordosten weiter... Also hier weiter... Ich müsste da schon gewesen sein! Ich weiß nicht, was mich geritten hat, dass ich das irgendwie nicht habe. I don't know. Ich musste auf halber Strecke... Oh, ich erinnere mich. Ich habe tatsächlich hier kurz vorher aufgehört gehabt, glaube ich. Ich bin einfach nicht weitergegangen. Befürchte ich gerade. Tatsächlich. Und da hinten ist es, glaube ich, schon, oder? Ich glaube, da hinten ist es schon. Ich sehe da so ein Leuchten. Was mir, glaube ich, sagt, ey, hier bist du richtig. Muss ich überhaupt... Oh, ich glaube, ich muss hier lang. Jo. Nein, nein, muss ich nicht. Muss ich ganz eindeutig nicht. Nein, 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 nein. Ja, Moment. Wie darf ich das denn jetzt verstehen? Wie komme ich denn da hoch? Bist du noch da? Ach, du Scheiße. Okay. Anthony Nizhny, ein Wissenschaftler und Experte, was die Republik Sacha betrifft, reist in das Gebiet des Ulyuyu-Cherchek, besser bekannt als das Tal des Todes. Was entdeckte er dort? Was haben die mysteriösen in den Boden eingegrabenen Bauten zu bedeuten? Nur hier kann man die Antwort und andere unglaubliche Dinge über diesen entlegenen Ort auf Erden erfahren. Ich brach in der Morgendämmerung auf. Wer die Morgendämmerung am Fluss Viljui nicht erlebt hat, der kennt nicht das schönste Schauspiel der Welt. Es ist ein magischer Ort voller Sehnsucht nach all den Dingen, die der Menschheit abhanden gekommen sind. Freiheit, Grenzenlosigkeit, Natur, wild und unkontrollierbar. Es gibt keinen Platz für Kompromisse, denn diese Region ist nicht nur schön, sondern auch gefährlich. Etwa zur Mittagszeit erreichte ich das Tal des Todes. Das Gebiet erstreckt sich über eine Fläche von 100.000 Quadratkilometern. Man muss also wissen, wonach man sucht. Zum Glück hatte ich einen großartigen Begleiter. Nach etwa 2 Stunden Fußmarsch stießen wir auf das erste Gebäude. Aus einem Haufen Erde, den man nur von außen betrachten kann, lassen sich keine großen Schlüsse ziehen. Doch immerhin ließ sich feststellen, dass die darunterliegende Struktur mindestens 7 Meter Durchmesser haben muss. Das Gebilde erinnert an eine große begrabene Kirche mit herausragenden Rändern. Ebenso schwierig ist es zu sagen, wie viele solcher Gebäude es in der Umgebung gibt. Ich unterhielt mich mit den Einheimischen und fand heraus, dass es mindestens 11 solcher Konstruktionen an unterschiedlichen Orten im Tal geben musste. Was konnte dieser gigantische Erdhügel sein? Viele Einheimische sind der Ansicht, dass sie etwas mit dem Tunguska-Ereignis zu tun haben müssen. Es gibt unzählige Volkserzählungen, die alle auf derselben Grundlage aufbauen. Einmal habe ich etwas von einem Jäger namens Arlaman gehört. Nachdem er keine Beute gefunden hatte, wagte er sich weiter in den Wald hinein, bis er sich verirrte. Er war sich sicher, dass er den Tod geweiht war, als er plötzlich auf eine seltsame Struktur stieß. Plötzlich erbebte die Erde und es öffnete sich eine verborgene Tür. Ein Mann trat daraus hervor und gab Arlaman folgenden Rat. Nimm dich in Acht vor dem orangefarbenen Licht. Eine Woche später kam er aus dem Wald zurück. Bis heute gibt es keine Beweise für die mysteriöse Begegnung, aber ich habe die Geschichte von Arlamans Enkelin selbst gehört. Oh, schön. Dann... will ich in der Theorie nichts weiter als hier hoch, richtig? Ich darf nicht rennen.
Hier ist die Brücke, bitte. Ja. Finde ich jetzt endlich. Die letzte Nachricht. Bitte ja. Bitte, bitte ja. Gottes Willen, kannst du nicht mit mir machen. Hi. Gottes Willen. Whoever you are, if you were reading these words, I beg of you, help us. We are in a place they call Post Office Box 5. I don't know where this is. I don't even know what year it is. They are not allowing anyone from the outside to have contact with us. They lock us up in cells, 4 in each. I saw dozens of cells like that. They talk about something they called Anomaly 7. Every day we undergo tests, research, tortures. I have seen how they kill people. I have seen terrible things. Write about it. Let the world know. They conduct the worst experiments possible. They have something that we call the fear chamber. There is no way to say what will happen to the person that ends up there. Some come back, but are no longer themselves. They are absent. Others are dragged out dead. Only few stay sane. I have seen a bright orange light, which spoke to me in demonic voices, and showed me things worse than any nightmare you can possibly dream. Sometimes people come out of there with broken bones, mutilated, crushed, irradiated, dismembered. I can't take it in anymore. Take away these images. There is a scientist amongst us. He said that during their sick experiments, they discovered something out of this world. They are trying to test it. The truth is that it is testing them. He told us that there are more places like this around the world, and there will come a day the gates of hell will open. You have to stop this. Destroy it. Destroy us. Kill us all. The center is governed by something that is called the Soviet Research Unit for Natural Phenomena. I have seen this on an ID card of the man that was interrogating me. He said we were prisoners, convicts, murderers, rapists, thieves. But that is not true. I have done nothing wrong. I hate them all. They call us subjects. No names, but subjects. I am subject 73. I don't even remember my real name. I beg of you, please help us. Burn it all to the ground. If only this letter reached beyond the walls of the center. If only the guard who promised to take it has kept her promise. You have to do something. I swear by all that one holds sacred, you have to. My only cellmate, Anton, whispers in my ear that everything is going to be fine. That the orange light is singing in the voices of hundreds of angel choirs. Anton promised me that if I listen carefully to the singing, he will free me. Sometimes, however, I think that all of this does not exist. There is no prison. There are no bars. There are no doctors. There is no Anton. There's only this frightening, piercing orange light. Okay. Ich befürchte, das ist zu easy.
was soll ich jetzt tun? Ich weiß nicht, was ich tun soll. What shall I do? I have no idea. Theoretisch würde ich nach zum nächsten Feuer, ne? Oder nicht? Ich habe keine Ahnung, wohin will ich? Was ist jetzt mit dem Spiel? Was muss ich tun? Was soll ich tun? I have no fucking idea. I have no idea. Ich gehe jetzt einfach mal in die Mitte der Map. In der Hoffnung, dass irgendwas passiert. Keine Ahnung. I don't know. Seriously. Oh shit, ich habe den Part vollkommen überzogen. Vollkommen überzogen. Wir machen hier einen kleinen... Machen wir einen Cut? Wir machen hier einen kleinen Cut. Willkommen zurück bei Kolat. Ja, wir haben ehrlich gesagt, ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung, was ich tun soll. Aber lasst uns das tun. Ne, ernsthaft, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. So, überhaupt nicht. Hätte ich den jetzt verfolgen sollen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. I have no idea where to go now. I have no idea where to go now. I have an idea where to go now. And so, we have reached the end. Have you understood your role in my plan? There are no random victims. And nobody is completely innocent. Oh, ich kann steuern. But when the gates to Section 22 open and the world will see true madness, you will understand that everything I had done was necessary. Well, I don't really understand. Da hinten im Zelt, am Zelt ist noch Feuer. Kann es sein, dass wir gerade sehen, was passiert ist? Sehen wir gerade diese Nacht? Sehen wir die Nacht, in der alles passiert ist? Hier sind sie lang gefahren zur Expedition. Die sind hier hochgefahren, so viel verstehe ich ja nur. Und da ist das Zelt. Und ich laufe jetzt gerade jetzt gleich um das Zelt rum. Dann bin ich das. Rufe ich jetzt gleich deren Namen. Dann verstehe ich aber auch langsam gar nichts mehr.
On your last star, you said a bright warm light. Ich bin raus. Ja. Ungefähr das geht mir gerade im Kopf rum. Hat irgendwer diese Geschichte verstanden? Ich meine, ja. Also Moment. Also ja. Ich habe ein paar der Nachrichten nicht gelesen. Also es gibt Nachrichten, die ich nicht gefunden und nicht gelesen habe. Aber ich kann mir tatsächlich gerade die Geschichte nicht zusammenreimen. Es geht um Experimente, es geht um Einrichtungen, die Experimente durchgeführt haben. Und jetzt habe ich schon Probleme, die Geschichte zusammen zu mir zu reimen. Ich verstehe nicht, was bitte in dieser Nacht passiert ist. Die Musik ist übrigens gerade cool, ich mag die Musik. Aber ich bin trotzdem verwirrt. Ich bin komplett verwirrt. I have no idea. I don't know. I have no fucking clue. I have no idea. Was sage ich zum Spiel? Unglaublich schwer. Also was darüber zu sagen. Die Musik ist stimmig. Die Stimmung an sich auch. Also ich meine, die Musik ist teilweise sehr bedrückend. Also gegen die Musik habe ich absolut nichts einzuwenden. Die ist sehr atmosphärisch. Sorgt die dafür, dass also, die sorgt für gute Atmosphäre. Gameplay technisch, ist mal was anderes. Es ist mal was anderes. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jemals ein Spiel gesehen habe, das dir so eine Karte und einen Kompass in die Hand gibt und sagt, doch, jetzt mach mal. Gibt's bestimmt, aber mir fällt gerade kein einziges ein und ich finde die Idee cool. Ich finde die Idee cool, ein bisschen orientierungsmäßig auf sich selbst gestellt zu sein. Finde ich cool. Gameplay-technisch, was die Gegner betrifft, ja. Sehr angsteinflößend sind sie nicht. Ja, ich habe mich mehr oder minder ein paar Mal erschreckt, aus dem einfachen Grund, weil es eine Art Jumpscares waren. Vor allen Dingen an zwei Stellen, glaube ich, war das unglaublich unnötig. Also einmal, ich glaube, in diesem Funkturm, wo auf einmal hinter mir ein Typ stand, und an der Kapelle. An der Kapelle war plötzlich, da war ich ja irgendwie anscheinend zu langsam oder so, ich weiß es nicht. Aber auf einmal war da ja ein Vieh, was mich einfach angesprungen hat. Da habe ich mich ja übelst erschrocken. Aber sonst gameplay-mäßig sind die eigentlich irgendwie. Hätte ich mir mehr von erwartet. Sagen wir, hätte ich mir mehr von erwartet. Also Atmosphäre, stimmungsmäßig, also Atmosphäre und Musik. Da hat das Spiel auf jeden Fall sehr gute Dienste getan. Gameplay-technisch ist es auf mittelmäßiger Basis meines Erachtens nach. Also so, ja, weiß ich nicht. Ich bewerte ja nicht mit Sternen oder sowas, aber wie gesagt, auf mittelwertiger Basis sehe ich das Gameplay. Beziehungsweise es gibt Sachen, die mir sehr gefallen am Gameplay. Wie gesagt, das zum Beispiel mit der Karte und dem Kompass. Und es gibt Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Die Gegner fand ich irgendwie dämlich und dass man nirgendwo ein Tier sieht, obwohl die ganze Zeit Wölfe heulen und, ja, keine Ahnung. Story-technisch? Sorry, kann mir die Story jemand erklären? Das kann, also, ja. Vielleicht sollte ich auch einfach nochmal diese ganzen Texte durchlesen. Ich glaube, das kann ich aber hier nicht. Ne, das sind die Mitwirkungen.
Kann ich. Nee, kann ich auf Fort. Was passiert denn, wenn ich auf Fortfahren drücke? Das würde mich jetzt auch interessieren. Storytechnisch bin ich total verwirrt. Die Story hat für mich vorne und hinten irgendwie nicht viel Sinn gegeben. Und eigentlich habe ich das Spiel nur gespielt, um das Spiel zu spielen und nicht um. Ja, hier, hi. Wir können jetzt theoretisch noch weiter suchen, werde ich aber wohl nicht tun. I don't get it. Sorry. Ja. Ich habe, wie gesagt, noch ein weiteres Horrorspiel, von dem ich nicht weiß, was es mich erwartet. Das wird als nächstes folgen. Ja, das wird als nächstes folgen. Korrekt. Und, ja, ich sag euch jetzt hier viel Spaß mit den Videos. Ich kann das Spiel. Ja, kann ich das Spiel empfehlen? Ich glaube nicht, dass es das einen Wiederspielwert hat. Ich glaube, es hat keinen Wiederspielwert. Wenn man die Okay, wenn man die Story kennt, ist gut. Nein, aber ich glaube, es hat keinen großen Wiederspielwert. Ich weiß nicht, ob es die. Ich weiß nicht für wie viel. Ich glaube, ich habe es für 8 Euro gekauft. Das ist okay. Ich hatte an sich Spaß mit dem Spiel. Auch wenn ich von der Story nicht viel verstanden habe. Wie gesagt, das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, war tatsächlich das, Manövrieren von, wo bin ich gerade und wo möchte ich hin. Das war ganz cool. Also, an sich, ganz nettes Spiel. Ich habe gesagt, was mir gefällt und was mir nicht so gefällt. Ich sage, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Projekt. Euer Hedi.